Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Frostmagier-Guide für Patch 10.2.7 beziehungsweise für Dragonflight Season 4. Wir beginnen wie immer mit den besten Werten und ihr wollt nach wie vor als erstes euer bester Wert ist logischerweise Intelligenz und danach kommen erst die Sekundärwerte. Euer bester Sekundärwert ist Meisterschaft. Nach Meisterschaft kommt Crit. Als drittes haben wir dann Tempo. Und euer schlechtester Wert als Frostmagier ist tatsächlich Vielseitigkeit. Aber wenn ihr sehr, sehr hohe Item-Level-Ausrüstung habt, zum Beispiel 527, dann ist es auch gut, irgendwann einen Mix aus allen Stats zu haben. Und aber wenn ihr es ganz genau wissen müsst oder wissen wollt, dann müsst ihr selbst simulieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Ihr müsst selbst simulieren mit der Website raidbots.com. Wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze geht, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Schaut euch dazu auch jetzt oben rechts als Infokarte eingeblendet meinen Guide zu an. Und dann muss ich noch erwähnen, mein Magier aktuell ist eher auf Feuer ausgelegt. Dementsprechend sind meine Werte alles andere als optimal. Zum Beispiel mir fehlt massiv viel Crit, denn es gibt ein Crit Cap als Frostmagier. Und zwar geht es dabei um die passive Zertrümmern. Hier ist es einfach so, dass ihr maximal eigentlich nur 33,34% Crit haben wollt. Als Frostmagier alles darüber ist eigentlich unnötig und irrelevant, deswegen danach wollt ihr spätestens auf Werte gehen wie Meisterschaft. Meisterschaft ist eh euer bester Wert und dann Tempo, Vielseitigkeit ein bisschen schadet auch nicht. Ansonsten noch zu erwähnen, es dreht sich beim Frostmagier alles darum, dass die Gegner eingefroren sind und Zertrümmern bewirkt quasi, dass ihr ja mehr Schaden macht gegen eingefrorene Ziele. Was zählt als eingefrorenes Ziel? Relativ simpel erklärt und zwar Hirnfrost bzw. Hagel verursacht ja Winterkälte. Und wenn auf dem Ziel Winterkälte drauf ist, dann zählt es als eingefroren. Da wollt ihr dann beispielsweise mal einen Gletscherstachel reinjagen, damit das einfach schön kritisch trifft und mehr Schaden verursacht. Ansonsten haben wir noch so Einfrierungen wie zum Beispiel Eisnova, Frostnova. Diese Dinge wollt ihr auch benutzen, Eisnova und Frostnova, allerdings nur in Dungeons bei Trash-Mobs. Bitte nicht beim Boss benutzen, weil Bosse könnt ihr nicht mit diesen Zaubern einfrieren. Dementsprechend ja so Zauber wie Eisnova, Frostnova und auch Eiskälte vom Pet, was ja erscheint, wenn ihr eure eisigen Adern drückt. Diese Dinge wollt ihr nur einsetzen in Dungeons in M+, bei Trash-Mobs, aber nicht bei Bossen. Um quasi dafür zu sorgen, dass sie als eingefroren zählen bzw. gelten, damit er wieder letztendlich von Zertrümmern profitiert für mehr kritischen Schaden. Und da macht er dann einfach mehr Schaden. Ansonsten auch noch eingefroren ist wichtig zu erwähnen, ist eisige Finger. Das prockt die ganze Zeit. Das sorgt einfach dafür, dass eure eisigen beziehungsweise eure Eislanzen kritisch treffen, weil quasi es zählt, wenn ein eisiger Finger auf euch drauf ist, als Buff, als Proc, dann zählt es auch als eingefroren. Gut, soviel dazu. Dann geht es weiter zu den besten Talenten. Und zwar gibt es hier ja, relativ simple Talente. Einmal mit Schlusstalente, Dungeons. Ich würde euch diese Talente für Dungeons empfehlen. Die solltet ihr auf jeden Fall spielen. Ansonsten auf der linken Seite sind so Dinge gesetzt wie auf jeden Fall Machtverschiebung, Zeitverschiebung ist Pflicht, Spiegelbilder sind Pflicht, Eisblock ist Pflicht. Überströmende Energie, Fluss des Beschwörers, Meister der Zeit ist Pflicht, Druckwelle eigentlich auch, Drachenodem sollte man auch schon mitnehmen in M+, für einfach mehr CC. Dann Flimmern oder Eisschollen, persönliche Präferenz ist egal. Eisnova solltet ihr auf jeden Fall als Frostmagier mitnehmen, ist Pflicht, fast schon vor allem in Dungeons im M+ Bereich. Dann so Dinge wie Foliant von Antonidas, Foliant von Ronin sind immer gesetzt. Eiskalt müsst ihr nicht unbedingt mitnehmen, ihr könnt auch mal Eisblock mitnehmen, der Rest ist nämlich fast persönliche Präferenz. Noch so Dinge wie große Unsichtbarkeit und Massenbarriere sind gesetzt. Ihr wollt niemals Massenunsichtbarkeit mitnehmen. Und temporale Krümmung ist auch gesetzt. Der Rest, das ist alles optional und verändert man je nach Dungeon. Zum Beispiel im Ring des Frosts, in Hallen der Infusion ganz gut. In Neltaros Fluch aufheben ganz gut beim letzten Boss. Aber das ist alles optional und ich habe euch jetzt einfach mal die Pflichttalente auf der linken Seite genannt. Und auf der rechten Seite, das sind die besten Talente für den M+-Content Dungeon-Bereich. Die würde ich euch empfehlen. Ansonsten Single-Target-Raid gibt es natürlich auch noch. Also wenn ihr Raiden geht, Bosse macht, da ist es ja zum Beispiel so, dass ihr Eisnova, Frostnova, Eiskälte überhaupt nicht benutzen wollt, weil ihr damit nicht dafür sorgen könnt, zumindest bei Bossen, bei puren Single-Target-Bossen, dass die eingefroren gelten. Da funktioniert das ja leider nicht. Aber das sind im Prinzip die besten Single-Target-Talente auf der rechten Seite, was wir quasi rausgenommen haben. Im Vergleich zu den Dungeon-Talenten sind Eiskälte, Einbruch lohnt sich einfach nicht im Raid-Bereich, gefrierender Regen. Eisrufer lohnt sich auch nicht, zumindest bei puren Single-Target-Bossen nicht. Bei manchen AOE-Bossen kann es sich vielleicht lohnen, diese Talente mitzunehmen, aber das ist egal.
Ansonsten eiskalte Berührung haben wir mitgenommen statt Kettenreaktion. Und auf der linken Seite wieder das gleiche Spiel. Ich habe euch gerade die gesetzten Talente genannt, da ändert sich nichts im Raid-Bereich. Vor allem wollt ihr im Raid-Bereich sogar vielleicht teilweise noch Druckwelle und Drachenodin komplett wegskillen, weil der nicht so CC-Fähigkeiten braucht im Raid-Bereich. Deswegen könnt ihr dann für mehr defensive Fähigkeiten nehmen, wie zum Beispiel Sturmbarriere, umgeleitete Energie und Co. Ja gut, das sind die besten Talente für den Frostmagier in Dragonflight Season 4. Weiter geht's zu den besten Makros. Ihr solltet euch auf jeden Fall ein Blizzard-Makro machen mit Show Tooltip Blizzard und dann Cast at Cursor Blizzard. Was es einfach bewirkt, ist folgendes. Und zwar wird euer grüner Mauszeiger dann bei Blizzard quasi entfernt und ihr seid einfach ein Ticken schneller. Und zwar, wenn ihr ja normal Blizzard drückt, dann bekommt es ja noch so einen grünen Kreis. Und wenn man dann dieses Makro hier drückt, dann skippt man einfach diesen grünen Kreis komplett. Aber Vorsicht, man muss natürlich aufpassen, wo man mit seinem Mauszeiger ist. Denn dort wird dann, in dem Fall, wenn man das Makro benutzt, Blizzard hingezaubert. Aber dieses Makro bewirkt einfach, dass ihr einen Ticken schneller seid, als wie wenn ihr ohne spielen würdet. Dann sollte man noch ein eisige Adern-Makro machen, in Kombination mit Trinkets. Wenn man denn on-use, also benutzbare Schmuckstücke hat. Ich persönlich habe jetzt hier keine, deswegen kann das hier raus, aber ist auf jeden Fall ganz gut, so ein Makro zu machen, zum Beispiel auch für Volksfähigkeiten, wenn ihr da was habt, einfach reinpacken und dann ist gut. Dann am besten noch ein Eiskalt, Eisblock-Makro ist ganz gut, Gegenzauber-Makros, Fokus-Kick-Makros sind gut, dann Intelligenz-Buff in Season 4 von Dragonflight noch vielleicht wichtig als, ja, Makro zu machen in Kombination mit dieser wunderbaren Rune aus den wunderbaren zwergtrünen Traum, da haben wir sie nämlich. Wenn ich jetzt nämlich Shift oder hier, ja gut, ich habe, mir fällt gerade auf, gar nicht das hier reingezogen. Aber wenn ich jetzt das drücke, dann nimmt der automatisch auch mal die Rune rein und das ist auch ganz nice. Dann noch Cancel Aura Zeitverschiebung, weil manchmal drückt ihr vielleicht Zeitverschiebung, aber wollt es dann wieder abbrechen und das nicht nehmen. Vor allem, wenn ihr Zeitverschiebung auf 30% Gesundheit drückt und dann vielleicht hochgeheilt werdet von euren Heiler, dann einfach hier bei mir, ja, Steuerung plus Q drücken, um das Ganze komplett wieder abzubrechen mit einem separaten Makro. Und ansonsten braucht ihr eigentlich viel mehr Makros als Frostmagier ja nicht. Der Rest kommt von alleine, den Rest müsst ihr spielen mit sehr schnellem, sehr schlauem Gameplay, indem ihr einfach sehr, sehr viele Tasten drückt. Und natürlich solltet ihr niemals klicken, weil klicken, da seid ihr auch einfach automatisch langsamer. Dementsprechend solltet ihr überall Hotkeys verlegen, Hotkeys benutzen, also gefühlt eure ganze Rotation mit eurer Tastatur spielen oder auch mit Maus-Buttons und dann ist gut. Wunderbar, so viel dazu. Wir kommen jetzt zu der AOE-Rotation, die ihr primär im M-Plus-Bereich spielt. Dafür logischerweise auf die Dungeon-Talente erst einmal umswitchen und reinskillen, denn wir spielen jetzt quasi Mythisch Plus, ein riesengroßer Pull und da ist es so, dass ihr natürlich richtig schön reinballern wollt. Und was wichtig zu erwähnen ist, als Frostmagier wollt ihr auf gar keinen Fall Double BL ziehen, wie zum Beispiel als Feuermagier, sondern ihr wollt immer nur ein BL drücken. Euer zweites BL wollt ihr dann für die zweiten eisigen Adern quasi drücken. Ja, ansonsten, der Opener ist relativ chillig. Ihr geht einfach rein mit eisige Adern, beziehungsweise erstmal BL, vielleicht Spiegelbilder vorher, wenn ihr Zeit habt. Aber Spiegelbilder, vor allem im M-Plus-Bereich, wollt ihr eher als Dev-CD benutzen, nicht als DPS-CD. Mach mal kurz noch ein Add-on an, damit ihr seht, was ich zaubere. So, Add-on ist aktiviert und bevor wir reingehen, nochmal ganz kurz in der Theorie die Rotation des Frostmagiers, zumindest im Opener. Und zwar fangt ihr an mit eisige Adern, dann drückt ihr Kometenhagel, dann Kältekegel, dann wieder Kometenhagel. Beziehungsweise wenn ihr so viel Tempo habt, dann könnt ihr quasi, nachdem ihr Kometenhagel, Kältekegel gedrückt habt, und dann könnt ihr quasi schon gefrorene Kugel into Blizzard benutzen. Das ist gut, und dann wieder aber Kometenhagel. Denn, was wichtig zu erwähnen ist, Kometenhagel zum Beispiel verbraucht nicht Winterkälte, aber das sorgt natürlich, also wenn ihr zum Beispiel Kältekegel drückt mit dem Talent Eiskälteeinbruch, dann bekommen alle Gegner, die ihr trefft mit Kältekegel, Winterkälte drauf. Und das ist halt die krasse Burst-Kombo, deswegen wollt ihr danach immer Kometenhagel machen. Also eine Klassiker-Kombo ist immer Kometenhagel, Kältekegel, Kometenhagel. Aber nochmal zum Opener zurück, also zuerst eisige Adern, dann Kometenhagel, Kältekegel, Kometenhagel, gefrorene Kugel, Blizzard. Und wenn alles auf Ablenkzeit ist, danach wollt ihr schon direkt tatsächlich Machtverschiebung machen. Also was ich meine mit wenn alles auf Ablenkzeit ist, da ist die Rede von Kometenhagel, gefrorene Kugel, eisige Adern. Und am besten auch Blizzard und teilweise auch ein bisschen Hagel. Sollte auf Ablenkzeit sein und vor allem auch Kältekegel. Und dann wollt ihr Machtverschiebung drücken, damit ihr damit
die ganzen Uplink-Zeiten reduziert. Und nach Machtverschiebung wollt ihr dann meistens schon den Gletscherstachel drücken, weil ihr 5 Stapel von Eistapfen habt und ihr wollt immer nach Gletscherstachel direkt Hagel reindrücken. Und ansonsten dann wollt ihr eure Fingers auf Frost, also eisige Fingerbrocks aufbauen, indem ihr einfach Eislanze drückt. Und natürlich, wenn ihr keine Hagelstacks mehr habt, wollt ihr eure Gletscherstachel immer dann mit Eisnova, Frostnova oder Eiskälte vom Pet quasi dafür sorgen, dass die eingefroren sind, um die dann zu shattern bzw. zu zertrümmern und damit das einfach alles auch kritisch trifft. Und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass ihr so spielt. Dann gehen wir mal rein in die AOE-Rotation im M-Plus-Bereich. Wir fangen einfach an mit BL, Spiegelbilder, zack, und dann gehen wir einfach rein. Machen den hier wunderbar und dann macht er die ganze Zeit, beziehungsweise jetzt schon direkt Machtverschiebung, um alles zu reduzieren. Dann einfach die Instance raushauen. Jetzt haben wir noch ein Stack, da kommt der Gletscherstachel rein. Gletscherstachel wollt ihr immer bei 5 Stacks von Dingens benutzen. Eiszapfen. Und ihr wollt aber wirklich euch priorisieren auf gefrorene Kugel und Blizzard im AOE-Bereich. Ansonsten wollt ihr dann auch wieder Kometenhagel mal zwischendurch einsetzen. Und dann wollt ihr einfach wirklich ballern, ballern, ballern. Damage, Damage, Damage. Jetzt wieder Gletscherstachel. Den könnte man jetzt zum Beispiel, den habe ich jetzt gar nicht gechattert, weil ich so viel labere. Weil Frost ist ein sehr, sehr schneller Spec, sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem, wenn ihr quasi hier Gletscherstachel macht, jetzt habe ich Hagel, dann wollt ihr natürlich Hagel danach benutzen. Aber wenn ihr mal keinen Hagel habt, wenn ihr so schnell spielt, dass ihr irgendwann alles auf CD habt, dann müsst ihr auch mal Frostnova oder ähnliches benutzen. Jetzt kommt auch bald nächste eisige Adern ready. Da wollt ihr dann Zeitkrümmung, also BL, reindrücken. Jetzt hier Gletscherstachel into Hagel, damit das schön kritisch trifft. Schön reinballern. Jetzt hier mal richtig schön ballern. Jetzt komm, ich rede mal kurz gar nicht und dann spielen wir auch schon direkt besser. So, dann machen wir den hier. Wunderbar. Gefrorene Kugel, Blizzard, das ist ein Klassiker-Kombo. Eislanzen rein damit. Sehr schön, jetzt 5 Stacks, jetzt einfach hier mit Eisnova shattern, das ist auch gut. Dann jetzt hier Klassiker-Kombo, zack, bam, bam, wunderschön, da läuft es auch schon gleich besser, wenn man nicht so viel redet. Weil das ist ein sehr, sehr schneller Spec, man muss richtig schön reinballern und die Tasten schnell drücken. Und manchmal kann es vielleicht passieren, dass ihr euren Gletscherstachel nicht shattern könnt. Wenn das der Fall ist, dann sendet ihn einfach ohne. Hauptsache ihr benutzt ihn jetzt aber zum Beispiel. Hagel ist wieder ready, kann man wieder shattern. Und jetzt wieder hier den Klassiker. Und jetzt hier Machtverschiebung nicht vergessen. Alles resetten. Hier kann man jetzt auch einen mal so rein senden. Einen Kometenhagel dazwischen. Man muss ihn nicht immer halten. Einer dazwischen geht eigentlich klar, wenn man es schnell genug spielt. Und ja, ihr wollt letztendlich dafür sorgen, dass die ganze Zeit alles eingefroren ist, damit vor allem euer Gletscherstachel mehr Schaden macht. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Phase, wo ich nichts mehr ready habe. Und jetzt zum Beispiel gleich. Gut, jetzt habe ich Glück, dass hier Hirnfrost bockt. Dann natürlich auch Gletscherstachel into Hagel. Das ist so eine Klassiker-Kombo. Dann ist wieder Dingens ready. Und dann machen wir auch schon wieder den Klassiker: Kometenhagel, Kältekegel, Kometenhagel. Und das ist sehr, sehr schön. Dann wieder Gletscherstachel into Hagel. Aber wenn, wie gesagt, Hagel nicht ready ist, dann könnt ihr auch Gletscherstachel into Eisnova machen. Aber bei mir ist es gerade so, dass fast immer Hagel ready ist, um einfach dafür zu sorgen, dass der Gletscherstachel richtig schön viel Schaden verursacht. Und ja, das ist im Prinzip die Rotation. Also relativ viel los, ist sehr, sehr schnell, man muss sehr viel beachten. Man kann viele kleine Fehler auf jeden Fall machen, aber wenn ihr so die Klassiker-Kombo könnt, Gletscherstachel into Hagel oder auch Kometenhagel, Kältekegel, Kometenhagel, wenn ihr das einfach schon könnt, dann macht es schon automatisch sehr, sehr viel Schaden. Aber natürlich kann man hier sehr, sehr viel min-maxen. Und jetzt zum Beispiel wieder die Klassiker-Kombo ready. Man kennt es. Wunderbar. Und jetzt wieder Gletscherstachel bei 5 Eiszapfen into Hagel, damit das schön alles krittet. Und jetzt zum Beispiel, ihr könnt auch die Eiskälte benutzen für euren Gletscherstachel, damit der auch kritisch trifft. Und was auch eine Klassiker-Kombo ist, immer wieder gefrorene Kugel into Blizzard und nicht Blizzard into gefrorene Kugel, sondern umgekehrt. Immer schön dann den Instant Blizzard auch, sobald er wieder ready wird, raushauen, solange er noch Instant ist. Und ja, das war die AOE-Rotation des Frostmagiers in M+, die man hauptsächlich bei Trash-Mobs oder großen Pools primär benutzt.
Alles klar, dann gehen wir mal um auf die Single-Target-Rate-Rotation. Diese Rotation wollt ihr nur bei Bossen hauptsächlich machen, aber die ist teilweise auch in M+ anzuwenden, auch wenn es mit anderen Talenten gespielt wird. Aber zum Beispiel in M+ wollt ihr natürlich nicht so Dinge benutzen wie Eis-Nova, Frost-Nova oder Eiskälte bei Bossen, um die zu shattern, weil das ja nicht funktioniert, weil man die nicht einfrieren kann. Bosse können eigentlich nur eingefriert werden mit Winterkälte, sprich mit Hagel. Oder wenn ihr halt eisige Fingerprocs habt, dann zählen ja auch Eislanzen auch als eingefroren. Dementsprechend wollt ihr da immer quasi diese beiden Dinge benutzen, um Bosse einzufrieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr vor dem Pull quasi Spiegelbilder drücken, aber bitte nicht während des Pulls Spiegelbilder drücken. Wenn ihr Spiegelbilder drückt, dann bitte bevor ihr den Boss pullt, aber nicht, wenn ihr gerade im Opener seid, denn das ist eine GCD, eine globale Abklingzeit verschwendet. Dementsprechend drückt ruhig die Spiegelbilder, bevor der Boss gepullt wird. Und dann Frostblitz Pre-Pull bei ca. 2 Sekunden. Und nach Frostblitz direkt Hagel hinterher reinsenden. Dann Eisige Adern drücken. Dann Kometensturm, weil Kometensturm profitiert von dem Hagel, weil ja Winterkälte auf dem Ziel drauf ist. Und was auch wichtig ist, Kometensturm verbraucht auch nicht einen Stapel von Winterkälte, sondern ihr habt danach immer noch zwei Stapel von Winterkälte. Den ersten Stapel von Winterkälte wollt ihr dann verbrauchen mit Eislanze. Den zweiten wollt ihr dann verbrauchen mit Froststrahl, das ist euer neuer Zauber im Single-Target-Bereich. Froststrahl wollt ihr immer benutzen, wenn nur noch ein Stapel von Winterkälte auf dem Ziel drauf ist. Auch hier das gleiche Spiel wieder, denn Froststrahl verbraucht nicht den Winterkälte-Stapel, aber es ist wirklich wichtig nochmal zu erwähnen, ihr wollt nur Froststrahl drücken, wenn ein Stapel von Winterkälte auf dem Ziel drauf ist und nicht zwei. Sobald ihr das durchgespielt habt, dann seid ihr wahrscheinlich so circa bei 3 oder 5 Eiszapfen. Und sobald ihr bei 5 Eiszapfen seid, wollt ihr logischerweise die Klassiker-Kombo machen, und zwar Gletscherstachel into Hagel. Und danach wollt ihr gefrorene Kugel drücken und dann Machtverschiebung. Das ist euer Opener im Single-Target-Bereich. Und natürlich noch davor BL drücken, aber bitte nur einmal BL und nicht Double BL als Frostmagier. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal rein. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön, und dann macht man einfach jetzt auf ganz entspannt die Rotation. Blizzard wollte übrigens gar nicht benutzen im Single Target, das ist wichtig zu wissen. Und einfach reinballern, ja. Richtig schön reinballern. Das ist gut. Ich habe ein bisschen zu viel Tempo, weil ich halt eher für Feuer optimiert bin. Aber ich denke, ihr bekommt die grobe Idee. Immer wenn Winterkälte auf dem Ziel ist, oder ihr wollt immer dafür sorgen, dass Winterkälte auf dem Ziel ist und ihr dann einen Gletscherstachel reinsendet. Aber manchmal könnt ihr es nicht sicherstellen und dann müsst ihr einfach euren Gletscherstachel vielleicht auch mal teilweise ohne Winterkälte auf dem Ziel drauf reinsenden, aber ihr wollt es im Idealfall vermeiden. Jetzt zum Beispiel Ring des Frosts hier benutzen bei einem Stapel von Winterkälte. Wunderschön. Und dann seht ihr, wird so langsam schon wieder alles ready. Machst du einfach den hier. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ihr wollt im Idealfall auch mal einen Frostblitz vorm Hagel zaubern, damit auch euer Frostblitz quasi von Hagel profitiert. Also quasi von Winterkälte profitiert. Und das ist im Prinzip die Rotation des Frostmagiers. Ihr wollt immer Gletscherstachel, wenn es geht, im Optimalfall immer nur benutzen, wenn ihr wirklich auch dafür sorgen könnt, dass gerade Winterkälte drauf ist. Jetzt zum Beispiel hier ist so ein Klassiker, Gletscherstachel into Hagel. Kometenhagel ist auch schon wieder ready. Einfach rein damit, wunderbar. Und einfach ballern. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und das ist nice. Ihr wollt auch teilweise absichtlich eure Finger auf Frost, also eisige Fingerprocs, nicht mal verschwenden, wenn ihr zu viele Hagelprocs habt. Also dann immer besser die Finger auf Frostprocs verschwenden statt den Hagelproc, wie zum Beispiel jetzt hier. Haben wir ein paar Procs verschenkt. Aber das ist vollkommen okay. Hauptsache, ihr verschenkt nicht eure Hagelprocs. Der Kometenhagel war zum Beispiel schlecht, weil das Ziel war nicht eingefroren durch Winterkälte, dementsprechend nicht so gut. Aber ja, ich denke, ihr seht, wie das Ganze läuft im Single-Target-Bereich. Einfach immer aufbauen auf 5 Stapel Eistapfen und dann bei 5 Stapel
Immer schön. Klatscherstachel into Hagel. Oder ihr könnt auch teilweise eine umgekehrte Kombo machen. Das ist auch vollkommen fein. Und zwar zum Beispiel erst Hagel und dann Klatscherstachel. Ihr müsst es nicht so rumspielen. Hauptsache, das Wichtige ist, dass Winterkälte auf dem Ziel drauf ist. Und quasi dann auch Froststrahl benutzen bei 1 Deck von Winterkälte. Sehr, sehr wichtig. Jetzt zum Beispiel haben wir keine Dingens ready gehabt. Das ist aber feinisch. Und jetzt zum Beispiel hier einfach dann Gletscherstachel. Das war jetzt eine umgekehrte Kombo. Man kann es so rum und so rum spielen. Es ist egal. Hauptsache, das Ziel ist eingefroren durch Winterkälte. Das ist halt die gute Kombo immer, dass ihr Gletscherstachel in Winterkälte reinjagt. Das ist sehr, sehr wichtig und richtig. Und ja, ansonsten ist ja nicht viel los. Das ist die Rotation des Frostmagiers. Die ganze Zeit Gletscherstachel. Und wenn Gletscherstachel, wenn ihr vielleicht mal keinen Proc-Luck habt, dann müsst ihr Gletscherstachel auch einfach mal vielleicht mal so reinsenden, ohne dass Winterkälte drauf ist. Aber optimalerweise wollt ihr das verhindern. Ansonsten wirklich einfach ballern, ballern, ballern. Damage, Damage, Damage. Zum Beispiel hier Frostschraube wieder ready, direkt reingejagt in den letzten Winterkälte. Und den Stack kann man dann trotzdem noch verbrauchen mit zum Beispiel einer Eislanze. Also es ist viel los beim Frostmagier, man kann sehr viel hier und da minmaxen. Auch ich spiele gerade nicht perfekt, da sind viele kleine Fehler drin. Aber das kommt einfach mit der Übung. Umso länger ihr Frostmagier spielt, desto besser werdet ihr. Das kommt einfach mit der Übung dann rein. Ich hoffe, ihr habt das Grundprinzip des Frostmagiers verstanden. Sowohl im Single-Target-Bereich als auch im Multi-Target-Bereich. Und ja, somit könnt ihr erfolgreich auf jeden Fall eure 10er-Keys auf ganz entspannt in Dragonflight Season 4 schaffen oder auch mythisch Raiden teilweise gehen, indem ihr da einfach ordentlich übt und das einfach optimiert, optimal spielt, min-maxt und dann könnt ihr richtig schön viel Schaden sowohl im AOE als auch im Single-Target-Bereich raushauen als Frostmagier in Dragonflight Season 4. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass dieser Frostmagier-Guide hier von einem Top 0,1% M-Plus-Spieler erstellt worden ist, in dem Falle ich. Also ihr könnt ja schon vertrauen, dass es ein sehr, sehr guter Frostmagier-Guide ist und vor allem war es auch ein Guide, wie die ganzen Leute international spielen, also im englischen Raum, im spanischen Raum, überall spielen sie so, in diesem Schützerbereich wird so gespielt und dementsprechend könnt ihr mir da schon vertrauen, dass es im Prinzip der beste deutsche Frostmagier-Guide auf YouTube für Dragonflight Season 4 ist. Dazu sei noch gesagt, falls ihr meine Weak-Auras haben wollt, also euch das so gefällt und es vielleicht auch so haben wollt, also es sind halt meine persönlich erstellten Weak-Auras, wie ich gerne spiele als Magier. Jeder spielt aber anders und ihr braucht diese Weak-Auras nicht, um erfolgreich zu spielen. Aber falls ihr meine Weak-Auras cool findet oder geil findet oder auch vielleicht gut damit zurechtkommt, dann, falls ihr die haben wollt, müsst ihr ein Kanalmitglied auf YouTube werden. Nicht Abonnent, sondern Kanalmitgliedschaft abschließen, kostet Geld, echt Geld. Und dann euren YouTube-Account, mit dem ihr Kanalmitglied geworden seid, mit eurem Discord-Account verknüpfen, dann auch meinem Discord-Server beitreten und nachdem ihr bis zu eine Stunde gewartet habt, bekommt ihr dann Zugriff auf meine Weak-Auras im Discord. Wunderbar, das soll es gewesen sein von meinem Frostmagier-Guide für Patch 10.2.7 bzw. Dragonflight Season 4. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen, würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Frostmagier-Ballern in Dragonflight Season 4. Ist sehr, sehr stark, wenn man richtig gut spielt. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.